Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Haha, wahrscheinlich, oder? Ich werde 18, wie krass ist das? Um 10.54 Uhr, genau das ist die Zeit, da wurde ich tatsächlich geboren. Und man muss sich das mal vorstellen, das ist schon 18 Jahre her. Also jeder will immer so 18 werden, so endlich allein Auto fahren oder saufen oder einfach erwachsen sein und so. Und das Ding ist, ich fühle mich schon alt irgendwie. Also ich weiß nicht, das ist richtig, richtig komisch. Jedenfalls ist es jetzt nur so ein Video geworden. Ich wollte eigentlich so ein mega krasses Cinematic-Video machen, wo ich dann ganz, ganz coole Szenen natürlich reinschneide. Habe ich nicht geschafft. Ich habe natürlich gerade die Abiturphase. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen durcheinander gekommen. Dieses Jahr ist sowieso ein bisschen scheiße, weil ich meine, ich habe mein Abi dieses Jahr und ich habe meinen 18. Geburtstag und Corona versaut quasi beides einfach. Das finde ich schon richtig, richtig scheiße. Aber nichtsdestotrotz, ich lasse mir die gute Laune nicht nehmen. Ich muss jetzt noch gleich in die Schule gehen. Hab dann nochmal was zu erledigen, aber ich freue mich dann schon drauf, von euch die ganzen coolen Nachrichten zu bekommen. Also ich bedanke mich jetzt schon mal dafür, für jeden, der mich hier beglückwünscht. Ich werde natürlich alles lesen und auch ganz entspannt darauf antworten. Ich, wie gesagt, habe noch ein bisschen was zu tun heute und freue mich dann einfach, wenn ich heute Abend dann mit meiner Familie wenigstens hier zusammensitze und ein bisschen Kuchen esse und dann eure ganzen Kommentare lesen kann. Also ich freue mich wirklich drauf und wir werden noch ganz, ganz viel Zeit miteinander verbringen, haben das ja wie gesagt schon getan, ich mache jetzt auch schon das länger an YouTube, aber wir werden noch viel mehr Zeit miteinander verbringen und ich freue mich einfach drauf. Ich habe sogar schon für heute ein Video für euch, also ein richtiges Video, FIFA Trainerkarriere wird da kommen. Das hatte ich schon länger ja aufgenommen, von daher wusste ich gar nicht, dass das am 20. Mai jetzt direkt heute kommt, aber umso besser, dann kriegt ihr gleich später um, glaube 17 Uhr, 17.30 Uhr oder so, kriegt ihr dann noch ein wunderbares Video und ich freue mich wirklich drauf. Ich mache mir jetzt noch einen schönen Tag, das solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Lasst euch wirklich nicht unterkriegen von dieser ganzen Scheiße, ich werde es auch nicht tun, ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder in einem Livestream, in einem Video, was auch immer. Macht's gut, bis dahin und ciao, ciao.